Hey und willkommen bei meinem neuesten Video. Heute geht's um dieses Handy, das Samsung Galaxy Note Edge. Und um dieses Handy, Samsung Galaxy S6 Edge. Der lange Name für Geräte, die doch nicht so groß sind, dass sie diesen Namen vertragen. Aber heute, das wird ein Kampf zwischen diesen zwei Geräten. Okay, gut. Das hier ist das Note und das ist das S6. Wir kürzen es halt einfach mal ab ohne Edge, weil es, ihr wisst, um was es geht. Sie sind im Grunde genommen von Erscheinungsdatum her nur ein halbes Jahr älter. Also Altersunterschied. Und trotzdem sind zwischen diesen Geräten leistungstechnisch Quantensprünge stattgefunden. Hier laufen 32-Bit-System und hier läuft ein 64-Bit-System, was für Smartphones natürlich der Oberbringer ist. Hier arbeitet ein 4-Kern-Prozessor von Qualcomm und hier arbeitet von der hauseigenen Firma von Samsung ein Exynos-Prozessor mit 8 Kern. Und heute werden sie in ein paar Benchmark-Tests gegeneinander antreten. Und wir werden sehen, welches Gerät dabei sehr viel besser abschneiden wird. So, beim AnTuTu-Test, wie ihr sehen könnt, erreicht das Samsung Galaxy S6 Edge 77.136 Punkte. Das ist schon echt top. Und das Samsung Galaxy Note liegt mit 56.565 Punkten gar nicht so weit hinter, wie ich jetzt gesagt hätte. Im Gegensatz dazu, wenn man auf beim Geekspend erreicht das Note 836 Punkte Single-Core und 2476 Punkte Multicore. Das ist schon, merkt man jetzt gleich einen Unterschied zum S6 mit den 1468 Punkten in Single-Core. Multicore sind natürlich 5020 Punkte. Da ist ein weltenlanger Unterschied festzustellen. Hier könnt ihr noch das andere S6 Video anklicken, wo es hauptsächlich um die Edge geht. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gebt mir noch einen Däumchen nach oben. Bei Fragen oder sonstiges kann man auch Kommentare schreiben, ist gleich unter dem Video zu finden. Und vielen Dank noch fürs Zuschauen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.